Und ja, meine kleinen Meister, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Und heute machen wir mal ein richtig, richtig geiles Video, Leute. Und zwar einen Death Run. Aber jedes Level hat eine Challenge für uns, André. Und mit dabei, Freunde, ist Andrizzle, die Schizzle, die der fetteste Mensch der Welt. Yeah, ich bin endlich wieder dabei. Wieso eigentlich endlich? Ich bin immer dabei. Ich weiß auch nicht, Digga. Okay, Freunde, und zwar ist dieser Death Run, wir sind in Zeitreisen, und zwar ist dieser Death Run gebaut von Styro. Und er macht sich richtig sympathisch. André, wo bist du? Hier. So, perfekt. Okay, Leute, wir gehen rein in die Zeitmaschine und dann bin ich mal gespannt, was für Aufgaben wir erledigen müssen. Zeitreisemaschine. Ah, Zeitreise an! Oh, shit! Oh mein Gott, wie geil war das denn, Leute? Oh mein Gott, Ehre, Kuss geht raus an Styro oder Black Knacks. Ich weiß nicht, wie ich ihn benennen soll. Okay, aber das Level hier... Kann man schummeln? Nein, kann man nicht. Das kann man leider nicht. Okay, Freunde, wir sind bei den Dinosauriern, Digga. Und ich bin so gespannt, was jetzt als Dings... Wo bist du hin? Wo bist du durch? Sag ich dir nicht. Du bist schon klein. ich weiß, warum wir die ganze Zeit sterben, Leute. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es in die Kommentare. Okay, Freunde, Bandana haben wir an, und zwar das schwarze, weil das ist wie meine Seele. Und das... Ich hasse dich, André, Digga. War Rache. Jetzt sind wir auf! Hör du auf! Wohin? Komm nicht zu nah. Wohin? Komm nicht zu nah. Wo müssen wir jetzt? Weil ich glaube, wir sind Zonen, André. Ja. Wo müssen wir jetzt durch? Also eben war es gerade wegen dem Gras. Ich hab's. Okay, wegen dem Gras, André. Nee, nicht wegen dem Gras! Digga, wenn ich jetzt wieder von vorne anfange, muss ich heulen. Jetzt hier. Komm rein! Wo? Bei dem Stein? Ja. Ja. Okay, André, Digga. Okay, oh, aber jetzt? Lang. Hör auf, wenn du mich kriegst. Ich mach nichts. Okay, du sagst, Digga. Oh mein Gott, die sind gar nicht. Ich fange an, damit du mich neu machen musst. Okay. Du hast falsch. Ich nehme die goldene Mitte. Die goldene Mitte ist es, Digga. Okay, okay, Ehre. Jetzt, was nehmen wir, Freunde? Was nehmen wir, Freunde? Okay, ich hab Angst, weil das Lava ist in meinem Schuh. Es ist nicht links. Es ist nicht links. Okay, wir müssen uns das jetzt merken, André. Es ist wieder die goldene Mitte. Nein. Mitte. Mitte. Was, wo warst du jetzt? Warte, ich komm. Safe links, Digga. Safe links. Safe call. Warst du links? Mitte? Ne, ich bin wieder in die Mitte. Okay, was hier links, safe. Es ist rechts! Tankai-o. Nein! Tankai-o selber! Und jetzt? Rechts? Rechts. Okay, André! Und jetzt, hier. Hier! Ich bin da! Komm rein. Oh, okay. Und Freunde, nein! Scheiße, und zwar stehen hier die Challenges beim Bär. Und André, ja, schreibe dir den Creator-Code des anderen aufs Gesicht. Digga, warum haben wir immer irgendwas mit Gesicht schreiben? Warum? Warum, Digga? Vor allem sieht man das doch jetzt gar nicht. Vor allem sieht man das bei dir jetzt gar nicht. It's a story? It's a story. Soll ich sagen, dein Creator-Code ist besser als meiner? Ja. Okay, cool. Tu es. Okay, Freunde, und ich schreibe mir aufs Gesicht, dass André sein Creator-Code auf die Backe. Ey, das sieht aus wie so ein krasses Tattoo, Land. Okay, Leute, let's go. So, dann gehen wir weiter ins zweite Level und André sein... Lol. Okay, André, bist du soweit? Ja, warte. Creator-Code oder PK ist besser als A, D, Y, T, ist so. Ist so. Es ist die Höhle des... Höhlenmenschens, Digga. Die Höhle hat den Mensch skillet. Hä? Digga, ich hab gedacht, ich wäre krass, Bruder. Aber anscheinend war ich das nicht, Digga. Holy shit. Alter, ich hab Angst! Wir sind die Trickster-Schummelgang! Hashtag Schummelgang! Okay, nicht weiter! Okay, André, bist du bereit? Zeig uns, wie du auf ein Date gehen würdest. Okay, ich glaube, André kann uns das nicht zeigen, Freunde, aber ich kann euch das zeigen. Aber wir hören erstmal André seins. André, wie würdest du auf ein Date gehen? Ich würde mich auf jeden Fall erstmal fresh machen. Ne? Safe. Das erste, was man sieht, ist Gesicht. Safe. Und ganz wichtig. Ja. Hygiene. Hygiene, also sehr Fingernägel. Wichtig. Sehr wichtig. Duschen. Sehr wichtig. Zähne. Ohren. Ja. Und ja, das ist einfach heutzutage, es war schon immer so, das Äußere zählt als erstes. Ist und dann so. Könnt ihr punkten. Ist und so. Das, was ich dann mache, erstmal ein Wacken. Ein Wacken! Damit man nicht aufgeregt ist. Und dann geht's. Oh shit. Okay, Freunde, André geht so auf ein Date. Und ich, Freunde, zeig euch mal, wie ich auf ein Date gehen würde und was vielleicht schlimm laufen könnte. Let's go. Hi. Hey, was ist denn das für ein unrasierter Bart, Mann? Und was? So kann man doch nicht aussehen! Du hast ein Date und willst deinen Crush küssen, aber du bist unrasiert? Woher weißt du das? Der Philips OneBlade rasiert und stylt dein Bart ohne Probleme.
Echt jetzt? Ja, der Bartstyler hat zu seiner scharfen Klinge auch noch 4 aufsteckbare Aufsätze für jede Bartlänge und natürlich auch die Größe. Probier's doch mal aus. Sag einfach deinem Crush, du musst aufs Klo und da kannst du deinen Bart dann stylen. Entschuldigung, mein Crush, ich müsste kurz auf die Toilette. Und was soll das noch bringen? Ich müsste meine Nase pudern. Ich weiß nicht. Ich gebe dir noch eine Chance und dann war's das auch mit uns. Okay, danke. Okay, der Philips Swanblade, ich probier's jetzt mal. Oh mein Gott, Digga. Einfach die Konturen richtig geschmeidig und sauber weg, Alter. Digga, oh mein Gott, hier unten auch. Das Beste ist noch, dass die OneBlade-Klinge 4 Monate lang hält und mit dem Sparabo von Philips brauchst du nicht mehr rausrennen und dir die Klingen kaufen, sondern bekommst alle 6 Monate 2 Klingen zugesendet. Und wenn du fertig bist, kannst du wieder zurück zu deinem Date und deinen Crush verführen. Das teilt mein Bart richtig gut, hey. Boah, stabil, danke, Odomann. Kein Problem, Habibi. Hey, mein Crush, ich bin wieder da. Oh mein Gott, was hast du für einen glanzvollen Bart? Ich habe ihn gestylt mit dem Philips OneBlade. Nein. Doch. Wo kriegt man den denn her? In der Videobeschreibung von diesem Video. Dann muss ich den auch mal ausprobieren, aber bevor wir anfangen, komm her. Wenn du auch so einen krassen Bart wie Odomann haben willst, dann check doch den Link in der Infobox ab. Da bekommst du den Philips OneBlade und mit dem Code Odomann20 bekommst du 20% auf den Philips OneBlade, denn den habe ich im Stream erspielt. Viel Spaß mit dem Video. André, hast du gesehen, ja. Digga? Man muss den Bart fresh halten, Bruder. Normal. Ich sag dir ehrlich, komm rein jetzt hier, Digga. Okay. Okay. Na, Labyrinth, Bruder. Digga. Mit Gift fallen. Mit Haram fallen, Digga. André, guck mal. Pass auf, die schießen Schweinefleisch. Die schießen echt Schweinefleisch. Oh, Schweinefleisch, shit. Digga. Wo geht's lang, André? Safe hier ist falsch. Nein, ist richtig. Meinst du? Ja. Ich sag wohl. Ah, nein! Du bist so ein fettes Mensch, André, Digga! Wo bist komm du? Rein. Hast du war es geschafft? Richtig. Ja, ja, war richtig. War richtig? Oh mein Gott, ich bin einfach Big Brain Odomann, Digga. Es gibt wahrscheinlich nur einen Weg, aber okay. Come on, okay, es gibt mehrere Wege, okay? Ja, okay. Dich an, André. Okay, ich lüg dich an. Hä, wie bin ich gestorben, Alter? Warum bist du ein Mädchen, Alter? Ey, André, ich hab's geschafft! Boah! Oha! Alter, Digga, oh mein Gott. Okay, ess einen Löffel Mehl. Viel Spaß. Ich hasse mich. Ein paar Sekunden später. Digga, ich werde sterben. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich werde sterben. Alter, bist du bereit? Ich bin so bereit, Digga. Oh shit, oh shit, ich hab so Angst, Digga. Guten Appetit, du kleiner Digga, Mensch. Oh. Schmeckt es? Oh, nochmal lecker, ne? Oh, oh. In die kleine Luft. Weg in dein Ohr rein! Digga! Digga! Es klebt überall, andere, Digga! Meine ganze Tastatur ist voller Mehl, Digga! Mein Handy! Leute, meine ganzes Handy, Alter! Mit der Hand, Junge! Meine Tastatur! Wo ich das gemacht habe, Mehl essen, war mein Mikrofon. Ich musste mir ein neues bestellen, weil das Mehl überall war. Es geht nie wieder weg. Laber nicht! Okay, André, wir machen direkt weiter, komm! Komm! Ekelhaft! Was ist das jetzt, Digga? Okay, wir müssen irgendwas shooten, Digga. No Spickaxe. Mir hängt es überall, Digga. In den Zähnen, Digga. Wir müssen da hoch. Du hast dir was angeschossen, Mann. Okay. Hä? Das ist ganz einfach, André. Guck mal. Ja, einfach zwei nehmen. Eine reicht. Eine, André! Ich mach nur eine. Ich mach nur eine. Boom, boom. Du hältst, Alter. Okay, Freunde, aber das Level ist easy. Das schaffen wir aber easy. Geil, feier ich. Boah, Digga, das ganze Mehl ist immer noch in meiner Fresse, Digga. Boah, eklig. Okay, ich bin da, mach 10 Liegestützen, Digga, mit Herz. Auf geht's. Boah, ich mach mit. Oh, shit, Digga. Okay, Leute, aber man sieht das nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, ich hab's richtig hässlich gemacht. Ich hoffe, man sieht sie nicht, Digga. Mein Arsch war komplett oben, Digga. Oh shit, Digga, ich bin tot. Okay, Freunde, wir haben 10 Liegestütze gemacht. Das ist diese Paranorm-Dings, weißt du, was ich meine? Ja. Diese eine, warte, wie nennt man sowas, Leute? Diese, man damaged einen, weißt du, was ich meine? Wir sind jetzt schon geschwächt, André, wir können keine Death Runs mehr machen. Okay, Grappler-Level, Digga. Easy Level. Halt am Maul. Ich bin tot. Scheiße. Was machen wir jetzt, André? Zwei mitnehmen. Ey! Oh mein Gott, sind wir dumm, Digga.
Sorry, dass ich da reingehe, gell? Hä? Oh mein Gott! Come on! Digga, ich hasse das Level jetzt schon. Guck mal, ich schaff das jetzt. Ich schaff das jetzt. First try, Digga. First try. Obwohl wir 800 Tries gemacht haben. Okay. Ich hab's. Nein! Man muss da direkt rein in die Kirche. Schummel nicht. Ich schummel auch nicht. Oh yeah! Oh yeah! Was geht? Oh, was geht? Hallo? Du bist so ein dummes Stück Scheiße, André. Egal, sag was. Musst du okay, wir müssen. Kehre deine Steuerung um. Oh. Digga, wie sollen wir jetzt Death Run machen, Digga? Okay, André, diese Einstellung, Leute, gibt's nicht auf PC. Deswegen haben wir ein Free Level gehabt, Leute. Aber wir gehen weiter, André. Okay. Mein Bauer hat gesagt, vielleicht geht es nicht. Ich hab die Dinger noch. André! Wohin? Ah, hier. Okay, Free Level, nice. Mach eine Instagram-Story, in der du sagst, dass du bald Vater wirst. Oh mein Gott. Erstmal das ganze Mehl weg, Digga. Okay, Freunde. Okay, das ist heftig, Freunde. Machen wir aber. Jo, Freunde, was geht ab? Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, dass ich bald Vater werde. Okay, Freunde, ihr habt jetzt gesehen, es ist eingeblendet. Ich bin bald Vater und André, wir gehen weiter ins nächste Level. Ich bin auch bald Vater. Ja, wir haben immer noch... Digga, wir sind immer noch rutschig. Egal, ich regel das. Digga, ich regel das auch. Wir haben den ganzen Tag verkauft. Oh nein. Aber, nein, ich hab... Ich hab nicht weg, Digga. André. Respawn. Wir hätten... Ich muss es probieren. Wir haben alles kaputt gemacht, André. Weißt du, warum? Hä? Wir hätten auf diesen Stopp gehen sollen. Auf diese Bombe ist mit Stopp. Ja, stimmt. Okay, Freunde, wir sehen uns gleich nach dem Cut wieder. Du komm rein. Bin drin. Let's go, Freunde, und gebt euch diese... Man darf... Nee. Was muss man machen, Lan? Hä? Oha, hä? Digga, das ist der schwerste Sprung der Welt. Digga. Oh, ich hab's. Oh, ich hab's. Holy, okay, André. Ja. Digga, meisten Leute würden sagen, Schummel Gang ist eine Gang. Ist so. Meiste Gang willst du sagen, dass die Gang ist eine Gang. André, du machst falsch. Guck mal hier. Als ob die komm jetzt, mit. Als ob die hier keine Barriere gebaut haben. Laber nicht, als ob wir jetzt hier... Ey, das gehört zum Death Run, Leute. Ich Bergsteiger-Modus, Digga. André, guck mal, wir haben's geschafft. Digga, krank. Wie heftig, ne? Alter, wir sind richtig die starken Menschen. Digga, was hat er sich jetzt hier dabei gedacht, Digga? Auf den Kopf vom Playmobil-Typen, Digga? Ja, ich glaube schon. Holy Macaroni. Oh mein Gott, André, ich hab's. Let's go. Ruf bei der nächsten... Ich hab's auch geschafft. Irre. Okay, André, ruf bei den nächsten 10 Sprüngen aber hallo. Okay, bei den nächsten 10. Ich hab schon mal eins gemacht, okay? So, okay, let's go. Das war der Odoman-Sprung des Jahrtausends. Oh mein Gott, ich hab den auch gemacht. Oh mein Gott. Okay, Freunde, let's go, wir schaffen das. Aber hallo. Aber hallo. Aber hallo. Aber hallo. Ich hab's geschafft. Easy, first try. Nice, ich auch. Piss dich. Ey, hast du nicht getan. Doch, hab ich getan. Musst hast du nicht vorne getan? Machen. Nee, kann einfach skippen. Nicht. Sag Walla. Aber ich kann doch nicht skippen. Okay, André. Aber hallo. Ruf bei Magus an und sag, dass du einen Döner hättest. Ich mach, Digga. Ich mach, ist mir egal. Ich mach und du machst auch einmal. Hallo, habt ihr Döner? Ja. Habt ihr Döner? Ja. Walla? Ja. Wie viel? Ja, wie viel sie wollen. Okay, danke schön. Tschüss. Bitte. Die sagt einfach ja, Digga. Holy shit, Digga. Ehrenfrau. Okay, also wir gehen weiter. Bist du bereit? Wie sie wollen. Digga, die dachte sich auch. Als ob die so cool reagiert hat, Digga. Übel nice. Die sagt einfach ja. Komm vorbei, Habibi. Das ist der Lauf von meinem Vater, Digga. Ich mach die Mama Döner, Digga. Okay, André, ciao. Ich hab gedacht, du schaffst, Digga, warum macht man Impulslevel into Dings? Auf einmal, wir sind im Museum drin, Digga. Nochmal alles zusammen. Hä, hast du es geschafft? Ja, natürlich. Ich bin der Master of Disaster. Entschuldigung, Digga. Entschuldigung, dass ich gefragt habe, André, Digga. Wo bist du, lang? Digga, das Level ist übel leicht. Digga, ich hab First Ray geschafft, Digga. Wer bist du? Grüß das Bauteam. Grüße gehen raus an das Bauteam. Danke an Black Knacks für diese Map. Du hast jetzt echt keine, gell? Nee, und hier ist Spawnplatte. Oh mein Gott. Okay, grüß auch mal du, das Bauteam. Ich grüße okay. Black Knacks. Gut, alle Cut einfach raus. Und wir haben den Death Run geschafft. Woo! Jubel! Das war richtig traurig, Digga. Okay, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall auch mal
mich und meinen André ab, weil es ist mein André. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist einfach meiner. Er gehört mir. Und ich will mal sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt André seinen Kanal ab. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen bei einem neuen Video.